Alles ist Bewusstsein. Das ist eine Annahme des Yogacara-Buddhismus. Aber wie ist das zu verstehen? Betrachte einmal ganz genau dein Smartphone und mache dir Folgendes bewusst. Alle sinnlichen Informationen, die du jetzt gerade in diesem Moment verarbeitest, sind nichts weiter als die Aktivität deines Nervensystems. Der visuelle Reiz der Farben auf dem Display, das Gefühl des Smartphones in deiner Hand, der Klang meiner Stimme, all diese Empfindungen sind lediglich Inhalte deines Bewusstseins. Du bist in diesem Moment aus deiner subjektiven Sichtweise gesehen mit nichts anderem in Kontakt als deiner eigenen Physiologie. Alle Phänomene können nur innerhalb deines Bewusstseins erfahren werden. Und damit kannst du von keinem Phänomen sicher sagen, dass es auch unabhängig von dir existiert. Oder anders gesagt, das Einzige, von dem du sicher sagen kannst, dass es existiert, ist das subjektive Erleben selbst.